In dieser Lektion geht es um Ladungen in Atomen. Alle Gegenstände um uns herum sind in Bruchteile zerlegbar. Zerlegt man jedes Bruchteil immer weiter, hat man es bald mit kleinsten Teilchen zu tun, den Atomen. Man stellt sich diese Atome am einfachsten als Kugeln vor, die miteinander verbunden sind. Von diesen Atomen gibt es ca. 100 verschiedene Sorten. Jede Sorte nennt man ein Element. Um den Überblick zu behalten, sind alle Elemente im Periodensystem der Elemente aufgelistet. Jedes Atom eines Elements ist noch weiter zerlegbar. Es besteht aus einem schweren Atomkern, der umhüllt ist mit zarter Schokolade. Nein, natürlich nicht, sondern umhüllt mit einer Wolke aus kreisenden Elektronen. Aber warum kreisen die Elektronen um den Atomkern? Warum fliegen sie nicht geradeaus oder bleiben einfach da, wo sie gerade sind? Stattdessen verhalten sie sich wie die Kugel eines Hammerwerfers, die sich um den Sportler dreht, so als würden Elektronen an einer Schnur befestigt sein. Oder wie Salat in einer Salatschleuder, der fliegt ja auch nicht durch die Küche. Folglich muss es auch auf die kreisenden Elektronen eine Kraft geben, mit der sie an den Atomkern gebunden werden. Diese mystische Kraft ist eine Eigenschaft, die man einer sogenannten Ladung zuschreibt. Ebenso, als wäre ein Elektron ein Wanderer, beladen mit einem besonderen Rucksack, in dem ein Kraftfeldgenerator steckt. Ein Teilchen übt also eine Kraft aus, wenn es eine elektrische Ladung trägt. Diese Kraft wirkt aber nicht auf jedes andere Teilchen, sondern nur auf solche, die auch eine Ladung tragen. Solche anderen Ladungsträger verstecken sich im Atomkern. Sie heißen Protonen. Protonen und Elektronen sind beides Ladungsträger. Deshalb ziehen sie sich gegenseitig an. Doch durch die Drehung um den Atomkern herum wirkt eine Fliehkraft auf die Elektronen. Fliehkraft und Anziehungskraft heben sich gegenseitig auf. Darum also bleiben die Elektronen auf ihrer Kreisbahn. Wie beim Magneten Nord- und Südpol gibt es in der Elektrizität zwei verschiedene Ladungen, Plus und Minus. Und ähnlich wie bei Magneten ziehen sich ungleichnamige Ladungen an, gleichnamige stoßen sich ab. Achtung, jetzt kommt eine Frage, bei der du das Video kurz anhalten kannst, um dir die Antwort zu überlegen. Wenn man den Protonen im Kern ein Plus, also eine positive Ladung, zuschreiben würde, dann müssten die Elektronen wie geladen sein, um von den Protonen angezogen zu werden? Negativ. Nächste Frage. Funktioniert die Anziehung auch dann, wenn Plus und Minus vertauscht wären? Klar, auch dann würden sie sich anziehen. Im Folgenden entscheide ich mich aber für negative Elektronen und positive Protonen. Übrigens ist dir aufgefallen, dass ich genauso viele Minus- wie Pluszeichen gemacht habe? Tatsächlich haben alle Atome genauso viele positive Protonen im Kern wie negative Elektronen in der Hülle. Wäre dieses Gleichgewicht gestört, wäre das Atom elektrisch geladen. Denn eine der Ladungen hätte ja keinen Partner. Beispiel. Hier stehen drei Elektronen nur zwei Protonen gegenüber. Ein Elektron, such dir eins aus, hat keinen Partner, bleibt mit seiner negativen Ladung übrig, ähnlich wie eine Dame, deren Freund eine andere küsst. Das Atom ist jetzt negativ geladen und die junge Dame vermutlich auch. Käme jetzt ein fremdes Elektron des Weges, würde es von der überschüssigen Elektronenladung abgestoßen und radial vom geladenen Atom wegfliegen. Bei Ladungsgleichheit von Plus und Minus sind Atome elektrisch neutral. Bringt man jetzt ein negativ geladenes Elektron in die Nähe eines neutralen Atoms, dann wird es weder abgestoßen noch um den Atomkern kreisen, sondern ungerührt geradeaus fliegen. Am Atomkern haben wir gesehen, dass man Ladungen zu einer Gruppe zusammenfassen kann. Es gibt für einzelne Ladungen und für eine Ladungsgruppe feste Bezeichnungen. Eine einzelne Ladung heißt Elementarladung. Eine Ladungsgruppe heißt Ladungsmenge oder ganz allgemein einfach nur Ladung. Und schon wieder eine Frage. Achtung, ist eine Ladung aus Elementarladungen zusammengesetzt
oder eine Elementarladung aus Ladungen. Naja, so ähnlich wie eine Geldmenge aus jeder Menge Cents besteht, besteht eine Ladung aus jeder Menge Elementarladungen. Eine Elementarladung ist die kleinstmögliche Ladungsmenge, so wie auch ein Cent die kleinstmögliche Geldmenge ist. So gesehen könnte man einen Cent auch als Elementargeld bezeichnen. Okay, das war erstmal genug Input. Damit du hier mit einem Erfolgserlebnis abschließt, fassen wir jetzt quizmäßig zusammen. Nach jeder Frage solltest du dir eine kurze Pause erklicken, weil ich jede Frage vorlese und dann direkt beantworte. Also, eine elektrische Ladung macht sich auf andere Ladungen wodurch bemerkbar? Durch eine Kraft. Es gibt nur zwei verschiedene Sorten von elektrischen Ladungen. Welche sind das? Positive und negative. Unter welchem Begriff fasst man Ladungen zusammen, die sich abstoßen bzw. sich anziehen? Gleichnamige und ungleichnamige Ladungen. Ein Atom besteht aus einem wie geladenen Kern und wie geladener Hülle. Der Kern ist positiv und die Hülle negativ festgelegt. Wenn ein Atom oder ein ganzer Gegenstand gleich viel positive und negative Ladungen enthält, ist es elektrisch gesehen neutral. Es gibt ungefähr wie viele verschiedene Atomsorten oder Elemente? Etwas mehr als 100. Sind Atome immer elektrisch neutral? Haben sie also immer gleich viele Protonen im Kern wie Elektronen in der Hülle? Ja, Atome sind immer elektrisch neutral, also elektrisch ausgeglichen. Man kann ihnen zwar Elektronen hinzufügen oder wegnehmen, sodass sie nicht mehr neutral sind. Solche elektrisch geladenen Atome werden aber anders genannt, nämlich Ionen.